Herzlich willkommen und weit man teilt zu einer neuen Folge aus dem UJ-Testrevier. Der Sirko hat heute Morgen den Waschbär aus einer Falle raus. Und nachdem ich noch keine Erfahrung mit Waschbären habe, zeigt er mir jetzt mal, wie man den richtig streift. Ja, Eva, also du siehst, wir haben Mitte Oktober, der Balg ist schon sehr gut verwertbar und wir fangen jetzt an und machen hier einen Längsschnitt, legen die Keule frei, hängen um den Waschbär, machen da nochmal einen Längsschnitt, sodass man dann zusammen die Lunde freilegen und dann wird er einmal nackig gemacht. Alles klar. Muss er auf irgendwas aufpassen dabei? Nein. Einfach kann ich ganz normal den Schnitt ganz ziehen? Normal, ganz vorsichtig hier. Das ist ja hier ein kleines bisschen. Und dann gehst du jetzt genau auf den Knochen drauf? Genau oder? So, genau so. Dann jetzt einfach, also ich sag mal, wie wenn ich jetzt ein Reh aus der Decke schlage, kann ich da jetzt. Genau so, genau so. Also ein bisschen vorsichtig. Das, die Haut ist nicht ganz so dick wie beim Reh. Mhm. Und willst da keine Löcher drin haben. Ne? Mhm. So. Das heißt, ich müsste jetzt quasi eher Richtung Fleisch schneiden, wie beim Reh. Genau so. Eher Richtung genau so. Decke, ja, ja. Genau so. Ja. So. So. Jetzt haben wir uns den hier ein bisschen freigelegt. So. Mhm. Ich lege mir das mal so eben kurz weg. Und das ziehst du jetzt aber noch ein bisschen ab. Das ziehe ich jetzt noch ein bisschen ab. Und jetzt machen wir hier den Schnitt. Mhm. Da wir was draus machen, da du ja was draus machen möchtest, brauchst du die Branden nicht dazu. Wenn ich den aber sage, okay, ich möchte die Branden mit dran haben, dann musst du jede einzelne Branke entlang schneiden. Und dann mit einem, zum Beispiel mit einem kleinen Messer oder einem Skalpell musst du das wirklich ganz fein austarieren und dann mit einer Kneippzange abtrennen. Ja. Okay, das so. Sparen wir uns jetzt, weil wir genau, das sparen wir uns. Genau. Gut, dann einmal abziehen. Ne? Spezieller Knoten oder wie heißt das hier? Nö. Einfach Knoten und eine Schlaufe rein. Genau, einfach eine Schlaufe rein und das ist gut. Na? So. So. Jetzt drehen wir uns Soll um. Ich mal, oder? Wie funktioniert das jetzt? Jetzt hängen wir ihn an beiden Läufen auf und schneiden die Lunde aus. Erstmal trennen wir sie ganz normal ab an irgendeinem Gelenk und das machen wir dann mit dem Liegen. Diese Wurzel ziehen machen wir dann im Liegen, das geht besser. Alles klar. Ja. Siehst du das, Eva, wie viel Winterspeck der sich schon angefuttert hat?
Große Menge. Jetzt kommen wir hier. Ja. Jetzt haben wir hier Enddarm abgemacht. Und jetzt kommt. Das kann ich einfach alles durchschneiden. Das kannst du alles durchschneiden. Da. Die Lundenrübe so nah wie möglich am Körper abschneiden, weil umso mehr du zum Anfassen hast, umso besser können wir sie dann auch ziehen. Na? Hier hast du das Gelenk gehabt. Ja, einfach mittendurch dann. Genau. Und dann ein bisschen gezogen und dann passt das auch schon hier. Zack. Und dann haben wir alles. Mhm. So. Legen wir hier noch ein kleines bisschen frei. So. Da jetzt auf irgendwas aufmerken? Nein. Da der Gerber den Balk dann sowieso noch mal zuschneidet, je nachdem, und das machen die dann alles. Also da brauchst du überhaupt gar keine Gedanken machen. Mhm. Ja? So, jetzt haben wir hier ein kleines bisschen. Soll ich halten? Oder? Oh? Nö, ich denke mal, dass das hält. So. Jetzt zieht es den einfach und genau, ins Locker runter. Genau, das funktioniert ja jetzt eben so gut, weil der noch so frisch ist. Genau. Wenn der jetzt schon kalt ist, gibt es dann einen Trick, wie es einfacher dann geht? Ja, wenn er kalt ist, musst du mehr schneiden. Musst du mehr schneiden. Durchs mehr Schneiden riskierst du, dass du irgendwo mal reinschneidest. Mhm. So, was dann natürlich nicht so erfreulich ist. Ne? So, hier kommen jetzt die Schultern. Einfach mit dem Daumen rein, hier zwischen Fleisch und Pelz. Aber da braucht man schon Kraft. Ja, da braucht man ein wenig Kraft. Aber du solltest das eigentlich auch hinkriegen. So, dann hast du, jetzt haben wir hier die Schulter freigelegt. Ja. Und jetzt ziehst du einfach der Länge nach lang. Und hier, wenn du guckst, hast du hier das Gelenk, hier das Fötchen und dann schneiden wir einmal hier ringsrum. Zack. Fertig ist er. Und das geht jetzt echt fix. Solltest das vielleicht auch nicht im besten Sachen machen, weil das alles ein bisschen spritzig ist. Ja, hier. So. Jetzt ziehst du einfach noch ein Stückchen weiter. Jetzt kommt natürlich hier der Nackenbereich, der sitzt natürlich auch immer ein bisschen fester. So. Und da schneidest du noch mal ganz vorsichtig mit dem Messer lang. Und aber immer die Schnittführung zum Fleisch hin, dass wir am Pelz keine größeren Schäden machen. Mit was hast du dem jetzt den Fangschuss angetragen? Mit 22 LFB. So. Jetzt, Eva, kommen hier die Gehöre. Und das ist auch nochmal so ein Punkt, wo du lieber mehr am Pelz lassen solltest, als das hier zu kurz abzuschneiden. Ja. Hier ist ja schon Anfang des Schädels. Ja. So. Und
Von daher. Ja, siehst du, da kommen die Gehörer. Das kann man sich. Kann man durch diese Drüse. Ist es eigentlich schnell erkennbar, dass dann irgendwann die Gehöre kommen. So. Dann kommen natürlich noch. Also das heißt, auf jeden Fall muss ich quasi ab dem Nacken immer vorsichtig mich weiter runterschneiden. Genau so. Jetzt kommen hier da Wangenmuskulatur. Was jetzt? Da? Ja. Die Wangenmuskulatur. Und da kannst du dir dann sicher sein, dass dann hier irgendwo die Augen zu sehen sind. Muss ich da dann auch wieder auf irgendwas aufpassen? Da solltest du auch aufpassen, vor allen Dingen, wenn du was draus machen lassen willst, wo du den Kopf irgendwo drauf. Es gibt doch so auf der Mütze, dass der Kopf so drauf genäht also, ist. Genau so. Und da sollte man aufpassen, dass du die Augenlider da auch nicht großartig beschädigst. Die Kirschnermeister, die können da zwar schon ein bisschen was verstecken, aber umso besser die Qualität, die du da abgibst, umso besser wird auch das Endprodukt. Mhm. Das ist ja überall so, ne? Ja, und ab wann merke ich, dass jetzt der Balg, ich sag mal, reif ist? Oder bis wann kann ich das dann auch machen? Also, wie ist da so die Zeit? Also, ich sag mal, die Kollegen siehst du vielleicht noch 4 Wochen und dann sind die erstmal bis zum Frühjahr verschwunden. Also, es gibt ab und zu, dass man noch einer im Dezember auftaucht, je nach Wetterlage, aber eigentlich machen die jetzt hier bald ihre Winterruhe. Irgendwo in irgendwelchen Baumhöhlen, Drainagen. Also habe ich das ja eigentlich für einen Waschbär, wenn ich sage, ich möchte den Balg weiterverarbeiten, ein relativ begrenztes Zeitfenster. Ja, das geht wirklich Anfang Oktober bis Mitte November und dann ist das. Im Frühjahr noch mal kurzzeitig, je nachdem wie es Frühjahr ist, ob die zeitig aus ihrem Verstecken wiederkommen und dann passt das. Mhm. Natürlich bieten die Gerbereien das auch an, dass die das streifen. So. Das sind quasi die komplett im Kern. Genau so, dass die das komplett im Kern haben. Na, so. Machen wir hier mal ein bisschen auf. Machen wir die Nase. Ist natürlich dann auch wieder ein Preisunterschied. Ist natürlich ein Preisunterschied. Also die verlangen so zwischen 35 und 50 Euro. Hm. Alleine nur fürs Abziehen fürs Balgen und dann noch mal 40, 50, 60 Euro fürs Gerben. Hm. Und wenn du natürlich dann eine Decke machen lassen willst, dann kannst du dir ausrechnen, da brauchst du 20, 30 Felle, was du da für einen Geldwert einfach mal, und da ist das noch nicht zusammengenäht, da ist das nur das Material für den Kirschner da. Ne? Ja. So, dann schneiden wir hier nochmal ein Stückchen ein. Quasi also so. Beim Weitloch oder wie? Genau so, am Weitloch da nochmal einschneiden. So, das ist natürlich, wenn du da mal hier ein bisschen straff halten würdest, dann wäre das gut. So, und hier ist die Mitte darüber und dann fahren wir da einfach mal so ganz gemächlich lang. Und das mache ich jetzt bis vor? Bis vor. Wirklich, also der letzte Wirbel ist hier hinten. Mhm. Und da sollte man auch wirklich ganz vorsichtig sein, weil das ist wirklich auch dann ganz dünne Haut und
dass da nichts passiert. Natürlich darfst du nicht bloß die Fläche salzen, du musst wirklich komplett alles bis in die letzte kleine Ecke salzen. Ansonsten gehen da ruckzuck selbst bei niedrigen Temperaturen noch Fliegen rum. Wenn du ihn eingesalzen hast, sollte man ihn natürlich dann zur Gerberei so schnell wie möglich, dass die auch die frische Ware bekommen. Mhm. Also ich schneide jetzt quasi da bis eigentlich vorne hin. Ja. Und jetzt schneidest du aber links und rechts auch nochmal. Genau, also wir legen das so ein bisschen frei. Umso einfacher haben wir es dann, ne? Mhm. So, wenn wir dann hier so ein kleines bisschen. Aber halt alles vorsichtig, wie gesagt. Wie an den Schultern, greifen da einmal drunter. Mit dem Daumen durch. So, und mit dem anderen ziehen wir das einfach. So, also das kannst du als Hilfsmittel nehmen hier, wenn du das hier noch ein bisschen dran lässt. Ich habe das auch schon mal mit einer Wäscheklammer gesehen, dass sie dann mit einer Wäscheklammer das rausgezogen haben. Aber ich habe das noch nie so hingekriegt wie in diesem Film. Mhm. So. Und das kann ich jetzt abschneiden? Oder? Das können wir jetzt hier abschneiden und damit sind wir fertig. Mhm. Wir sind jetzt fertig hier mit dem Streifen. Wir werden den jetzt einsalzen und dann geht es ab in die Gerberei. Genau, wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr den Kanal abonniert.